Gut 3 Wochen vor der Bundespräsidentenwahl gibt es die erste Überraschung zu vermelden. Der schwedische Möbelriese IKEA konnte sich bei der Ausschreibung der rund 39.000 Wahlkabinen durchsetzen. Herr Ingenieur Huber, Abteilungsdirektor im Innenministerium. Wir agieren diesmal äußerst budgetschonend, da die neuen Wahlkabinen in flachen Paketen in die Wahllokale geliefert werden. Und dort können sie von unseren Wahlhelfern einfach zusammengebaut werden. Die Wahlkabine mit dem Namen Wallbox überzeugte mit funktionalem und ansprechendem Design. Österreich ist das erste Land, bei dem Wallbox bei einer nationalen Wahl zum Einsatz kommt. Wie sieht Politprofi Peter Filzmeier diese Entwicklung? Eine Wahlkabine ist der wichtigste Ort Österreichs, denn es ist der Ort der Demokratie. Man muss sich darin wohlfühlen, darf selbstverständlich bei der Stimmabgabe nicht abgelenkt werden und das Design muss von den Parteifarben her möglichst neutral sein. Und erstmals hat es dafür eine professionelle Ausschreibung gegeben, um das zu gestalten.